Stoppe! Willkommen zurück. Blinker geht's mal aus. Hallo. So. So geht das auch mit der Tastatur. Da kann man nämlich so richtig schnell drehen. War zur Frau nochmal X zu drücken. Wäre natürlich sehr, sehr, sehr kompliziert gewesen, das zu machen. Denn Ü drücken. Oh, Mensch. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist wirklich so kompliziert, das umzusetzen. Hier wurde auf dem Navi hier was im LKW eingebaut, ist und da uns schon das Ziel angezeigt. Das war aber, als wir in die andere Richtung gefahren sind. Stopp. Die Autobahn gähnt vor Leere. Niemand ist unterwegs. Ah, genau. Und da sehe ich wieder unseren Monsterfahrer. Ach ja, ach ja. So ist das nun mal. Ich kann es leider auch nicht ändern und wir überholen jetzt den Arsch mal hier. Aber der hat uns gar nichts getan. Das ist ein DAF, ne? Oder? Nee. Ein Iveco. Das hier ist ein Volvo, das steht hinten dran. Aber der alte, ne? Nee, neuer. Ach man, oh. Die alten, die fahren so selten nur noch rum. Auch in Aids sieht man die aber irre oft jetzt, die neuen. In Aids sehe ich diesen LKW, den wir hier gerade fahren, auch immer so selten. Das scheint ja wirklich sehr, sehr komplex umgesetzt worden zu sein. War das wieder Deutsch? Ich glaube nicht, aber egal. Umgesetzt worden zu sein. Also was ich teilweise für einen Dreck laber, da muss man sich wirklich mal anhören. Dadurch, dass ihr nebenbei das Video hier seht, ne, kriegt ihr gar nichts so mit, dass ich nur so scheiße laber. Aber ich dachte, mal wird ihr nur die Tonspur rausschneiden. Boah, wenn man denkt, hallo? Warte mal, halt das ist Dings. Nee, hä? Dauerhaft Licht, Fernlicht anmachen, wie geht das denn nochmal? Ja, hier, aber das geht gar nicht. Naja, okay. Moment in die Ferne. Da ist alles okay. Warum mache ich eigentlich den Tempomat rein? Wenn ich nur Vollgas gebe, dann bleibt er bei 90, weil der abgeregelt ist. Kann ich auch nur meinen Fuß auf dem Gaspedal lassen. Aber ja. Jetzt sehe ich zum Beispiel sehr wenig. Hä? Sag mal, bin ich doof? Ich kann das Licht richtig an. Jetzt kann man auch die Lichtruhe dauerhaft machen. Ich hatte das Licht gar nicht richtig an. Ich hatte das nur so an. Sag mal, wie doof bin ich eigentlich? Da müssen wir mal kurz jemand erläutern. Ich habe doch gesagt, ich krieg nichts mehr mit, ja? Boah, Mensch. Achso, wie kann man das Orange-Licht wieder anmachen? Mann, hier kommt, das macht mir total krank. Machen wir auf der Autobahn, aber hier ist ja ein bisschen was los. Da sehen die Leute mich ja, aber wenn es ganz einsam ist, ja, und die Autofahrer schon einpinnen, weil ja so viel los ist auf der Straße, ja. Erster Aufenthalt in Manchester. Boah, Hammer. Darauf gehen wir gleich mit unseren Kollegen eintrinken. Oder auch zwei drauf trinken. Muss ich schon mal gleich an der Socke hier unten dran kleben, was ist das denn hier? Hä? Was ist das denn jetzt ein Teil? Blatt. Lass mich alles reingekommen, weil ich mit meinen Straßenschuhen ins Zimmer gerannt bin, dann mit der Socke draufgetreten bin. Naja, super. Aber solange es keine Scheiße ist, das ist ja gut, ne? Weil Scheiße ist ja immer so eine andere Sache. Ich meine, es ist jetzt weideutig, aber ich meine, das von den Tieren, wenn die mal müssen. Ihr wisst schon, was ich meine. Halt, wir fahren hier vorbei. Müssen wir uns nicht in die Schlange hier reinstellen. Bitte bleib grün. Swift, Scania, ne? Heißt die jetzt Scania oder Swift? Scania heißt die sogar, ey. Huh?
Wieso gibt es eigentlich zwei Ampeln? Wenn die hintere rot ist, muss man da auch anhalten, oder was? Mann, Mann. So, hab mir gerade wieder mal in die Nase geputzt. Aber meine Erkältung hat sich jetzt schon sehr viel verbessert. Die ist jetzt eigentlich komplett weg. Wenn man eine Erkältung aufnimmt, ist, das sage ich euch mal ganz offen, ist Selbstmord. Da braucht man schon eine automatische Nasenputzmaschine, damit das nicht eskaliert. Komm, ziehen wir mal hier rein, danke. Fünfter Gang. Aber dadurch, dass das G27 ein Lederlenkrad ist, ist es auch viel griffiger und fühlt sich auch viel echter an. Und kann man auch Flankenzeit besser benutzen, finde ich. Das ist schon wirklich sehr hochwertig verarbeitet und auch die Pedale halt, die verrutschen nicht, weil die so schwer ist, das Gute. Nee, halt. So. Boah, ich bin so vergesslich. Ich habe nicht mal gewusst, welchen Gang ich da drin hatte und wusste nicht, wie man den dritten Gang einlegt. Ach ja. Langsam kommen mir schon so ein paar Gedanken auf, wegen meinem geistigen und psychischen Zustand. Stopp. Jetzt. So, dann fahren wir hier lang. So, und jetzt hier noch gerade machen. 0 Kilometer, 0 Minuten. Eigentlich müsste jetzt da stehen 30 Minuten, bis ich eingeparkt habe, aber okay. Naja, das Spiel kennt mich halt nicht. So, hopp! Ja. Links, 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 links! Nee, ich komme jetzt nicht mit dem Spiel hier gegenfahren. Nein! Auch Mensch, ich muss mich ja wieder richtig drehen. Uah. Ich glaube, das wird nichts, ne? Halt doch, das kann was werden. Halt! Muss ich aber erstmal noch mal ein Stück vorwärts fahren. Warte mal. Oh, hier meine Fresse hier. Mann, 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 Mann. Ah! Oh, jetzt. Ach, genau, hier mein Song hier wieder, ne? Ja, Moment, den Song haben wir aber immer nur bei Erfolg so richtig laut aufgedreht. Das passt jetzt gerade gar nicht. Ach, Mann. Wie so ein Krüppel fahren wir hier rein. Du musst mal... Ah, das ist ja kein Zeigen. Wenn YouTube das sieht, sperren die das Video hier, weil es so professionell ist, oder? Nee, dafür sperren die ja gar nicht. Die... Ah, die sperren mir hier gleich meinen Führerschein hier. Bah. Oh, ich bin hier so am Drehen, du, ey. Das ist echt eine Frechheit hier. Komm, ein bisschen nach links noch und jetzt noch ein bisschen rechts rein. Oh, oh nee, Mann. Oh, komm jetzt. Ja, bleib. Gerade, 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 gerade. Komm, 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 komm. Ja! Erfolg, Erfolg, Erfolg. Erfolg, Erfolg, Erfolg. Leute, hüpfen wir jetzt hier durch die Straßen von San Francisco, also von Manchester. Ach, ja, nee. Ha, Profi. Ha, da steht es. Offiziell sind wir jetzt Profi. Ich meine, waren wir eh schon, aber jetzt erkennt es das Spiel auch wenigstens mal an. Hallo, Enter. So geht nicht. Mann. Abzug für Schäden. 3% Schaden hatten wir angeblich. 390 Euro und 32 Erfahrungspunkte gegen uns flöten. Oh Mann, oh. Geben wir eine zerbrechliche, nee, eine hochwertige Fracht rein. War das nicht einmal so? Ich hatte gar nichts zu verteilen, aber das Menü wird mir trotzdem angezeigt. Und ich überlege da 10 Minuten, wo ich das wohl rein investieren kann. Und am Ende steht da gar nicht so, wir haben gar keine Erfahrungspunkte, die sie verteilen können. Ja? Sowas ist so richtig verarsche, wenn ihr wisst, was ich meine. Was ist denn da für eine Bushaltestelle? AK-Händler. Moment, was ist das denn hier? Hallo? Fahr ich mal hier rein. Wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Hallo? Hallo? Das ist hier eine Arbeitsagentur, oder was? Das ist Bushaltestelle, oder meint... Achso, das da hinten ist eine Arbeitsagentur. Achso. Das ist ja genauso zum Verfahren gut gemacht hier wie in... Wie in St. Ösen sieht, herrscht die alte Stelle hier. Meine Fräse hier.
die Werkstatt, wo ist sie denn? Ich glaube, so muss ich fahren, ne? Ja. Hopp. Wie so ein Rennwagen hier. Bei der Spritsteuerung aber schon eher rennwagenmäßig jetzt hier, ne? Mann. Also das kannst du jetzt eigentlich mit so einem normalen Familienwagen aufnehmen. Die Beschleunigung. Mit so einem. Auch schon mit so einem Kombi oder sowas. Ach genau, so schaltet man. Mann. Thema wird irgendwie immer schusseliger mit der Zeit. Halt, nein, nicht umfahren, nicht anhalten, abgewürgt, auch ein Meh. So, jetzt hier rein in den Gang, plopp. Auch wenn ich den Spiegel hier oben rechts eingeblendet habe, ich gucke immer gern so, weil da sehe ich, wenn ein Auto steht, weil sonst würde ich das ja umfahren. Ein Scania-Händler haben wir entdeckt, aber natürlich hat er jetzt zu. Warum soll er auch aufhaben, wenn wir da sind? Das ist eine Bestrafung, wenn wir da reingehen. So. Oh Gott, jetzt kommt's. Wie viele Ameisen kriegen wir jetzt dran für wie viel Euro? Boah. Ameisen plus Unfall ergeben 1027 Euro. Moment, alles, was ich markiere, wird repariert, ne? Achso, man muss nicht alles reparieren lassen. Warum ist das Getriebe gehimmelt? Aus Professionalitätsgründen, wie zum Beispiel eben. Wenn dann ein paar Mal passiert, ergibt sich das von alleine. Der Motor. Ach ja, das ist ja eigentlich immer der Fall. Der ist ja immer noch eine Zeit runtergenudelt, das Getriebe auch. Aber da war nie 0, da war nie 1% mal richtig voll. Da war immer unter 1%, dass es nicht angezeigt wurde. Da wurde nur angezeigt, wie viel das kosten würde. Die Räder. 477. Moment, das sind ja insgesamt 7, 10... Das sind 8. 8 plus 9. Boah, 17. Und 20% Schaden müsste ich haben, aber das wird nicht so angezeigt. Der wird dann ein bisschen anders gerechnet. Wir haben gleich nur 9. Oh, neue Aufrüstteile verfügbar. Was gibt's denn da so? Warum nicht mal andere Räder nehmen? Ich glaube, die haben wir noch nie gewechselt. Boah, dann machen wir jetzt mal. Vielleicht bringt es ja was, wenn wir bessere Räder haben. Also erstmal Wartung, ne? Da hauen wir erstmal dem Idioten einmal einen über. Dem Schraubenschlüssel. Achso, nee. Der hat unserem LKW eins über damit. Und unser Portemonnaie. Das kennt ihr doch. Hey, gibt's da gar keine eine benutzerdefinierte Farbe hier, hä? Komisch. Naja. So sah der mal aus, so richtig langweilig. Ach, das sieht ja viel schöner aus. Alles mal kurz rückgängig machen. Und nochmal kurz zur... Halt, doch, Aufrüstung war richtig. Es gibt noch einen Motor. Boah, Mensch. Boah, ne. Noch mehr Leistung, unglaublich. Was wollte ich denn überhaupt machen? Wieso, was gibt es denn da Neues? Verchromte. Nee, komm, lackierte. Innen drin, Schild da brauche ich nicht. Was soll ich jetzt hier machen? Moment, was gab's für neue Aufrüster? Mensch, ich bin ja so. Er wird mir gar nicht mehr angezeigt. Boah, ey, Mensch, ich bin so doof hier, ey. Boah, ey. Moment. Aber wir können mal ein bisschen höher machen, damit er mal ein bisschen schöner aussieht. So richtig fett und rollig. So ein Mini-Baby da, ne? Ich weiß nicht mehr, was wir machen wollten. Nee, das weiß ich nicht mehr. So viel war das aber auch. War also nicht so ganz das Wichtiges. Vielleicht so für 10 neuen Scheiben. Ach, wir sind nicht bei GTA 5. Stimmt, Entschuldigung. Habe ich jetzt vertauscht. So. Mit Hörchen aus. Ja, wir können ja noch eventuell. Ach doch, lassen wir den mal stehen hier. Hab ich Lust drauf, den hier stehen zu lassen. Jetzt hör mal die Musik hier mal ein bisschen aus. Ja, das ist ja jetzt richtig Körperverletzung, was die Musik hier mit uns macht. Ja, das war's hier mit der Aufnahme, der erste Aufnahme mit dem G27, dafür noch viele, viele Aufnahmen mitmachen müssen. Und das war die allererste, die Geschichte schreiben wird. Unser LKW wird ja angeschaltet von den Lichtern hier in der Stadt und der Werkstatt und allem, blablablub. Und dann sage ich, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns dann bei der nächsten Aufnahme. Dann sage ich auf Wiedersehen und tschüss und ja, auf Wiedersehen.